board is set. Es ist schon ziemlich lange her, da hat Dune 2 das Echtzeitgenre begründet. Und noch gar nicht so lange ist es her, dass die Filmneuauflage von Dune 6 Oscars abgeräumt hat. Der Imperator bittet uns, Frieden nach Arrakis zu bringen. Haus Atreides nimmt an! Die Fußstapfen sind also gewaltig, in die da ein neues Spiel treten muss. Und natürlich ist auch die Dune-Marke von Schöpfer Frank Herbert ein echter Klassiker, dem man erstmal gerecht werden muss. Nach einer Durststrecke von über 20 Jahren versucht das jetzt endlich wieder ein Spiel. Und zwar Dune Spice Wars, das sich selbst als 4X-Spiel bezeichnet, sich also in eine Reihe mit Civilization, Age of Wonders und Co. stellt. Tatsächlich ist Spice Wars aber eher ein normales, pausierbares Echtzeitstrategiespiel mit ein paar 4X-Anleihen bei der Erkundung und der Ausbreitung. Ihr erobert und annektiert mit euren Truppen nämlich neutrale oder feindliche Sektoren und baut auch inzwischen 4 und 6 Gebäude, je nach Fraktion. Über die Gebäude gewinnt ihr Ressourcen wie das allgegenwärtige Spice, Wasser, Baustoffe und Energiezellen. Außerdem generiert ihr neben der Mannstärke auch Einfluss, Spionagepunkte und Prestige, mit denen ihr euch auf alternative Siegbedingungen fokussiert. Eine Partie in Spice Wars könnt ihr nämlich durch militärische Vernichtung gewinnen, aber auch durch Attentate, den Prestige-Highscore sowie durch wirtschaftliche oder diplomatische Dominanz. Wie ihr dabei im Detail genau vorgehen wollt, bestimmt zu einem gewissen Grad die Wahl der Fraktion. Zur Wahl stehen das ehrenwerte Haus Atreides, das neutrale Siedlungen auch friedlich einnehmen kann. Haus Harkonnen quetscht aus seinen Besitzungen zusätzliche Effizienz auf Kosten eines steten Rebellionsrisikos und Corinno, das Haus der kaiserlichen Familie, setzt auf wenige, aber hochentwickelte Sektoren. Dazu gibt's noch die Schmuggler und die in der Wüste heimischen Fremen sowie Haus Ekas, die ebenfalls ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Durch die Auswahl von 2 Beratern vor der Partie individualisiert ihr eure strategische Herangehensweise sogar noch weiter. Im Single- oder Multiplayer stehen euch für den Kampf um den Wüstenplaneten Arrakis 3 Spielmodi zur Verfügung. In Battle for Arrakis bekriegt ihr euch im Free-for-All mit 4 konkurrierenden Spielern oder KIs. Canley Duel ist ein flotteres 1-gegen-1, das kürzere Partien verspricht. Grundsätzlich kann ein normaler Durchgang nämlich schon mal ein paar Stunden dauern. Und Conquest ist ein Eroberungsmodus, in dem ihr mit 2 Gegnern mehrere Schlachten schlagen müsst, um auf der globalen Conquest-Karte Gebiete einzunehmen, die euch für den weiteren Run zusätzliche Vorteile einbringen. Was es dagegen nicht gibt, ist eine Story-Kampagne. Das hat uns negativ überrascht. Wir hatten uns nämlich unter der Ankündigung einer vollständigen Kampagne zusammenhängende Missionen mit Inszenierung und Story vorgestellt. Stattdessen wird nun der Eroberungsmodus als Kampagne bezeichnet. Das gibt der Begriff zwar theoretisch im Sinne einer Eroberungskampagne her, ist in diesem Kontext aber mindestens unglücklich gewählt. Lächeln, Gurney. Ich gebe mir Mühe. So ein bisschen beschleicht uns da der Verdacht, dass das vielleicht auch mal anders geplant war. Dune Spice Wars wirkt nämlich an einigen Stellen, als hätte dem Entwickler oder dem Publisher über den Early Access hinweg ein bisschen die Motivation verlassen. Zum Beispiel tauchen im Conquest-Modus auf einmal völlig unmotiviert Heldeneinheiten auf. Die bekommen keine Einleitung und haben keine spezielle Rolle, es ist einfach nur eine zusätzliche Starteinheit. Außerdem ist auch die Inszenierung teilweise echt rudimentär und unfertig. Wer macht sich denn die Mühe, einen Sprecher für das Hausoberhaupt zu suchen und lässt ihn dann genau ein Wort einsprechen? Greetings. Und selbst bei der ansonsten ordentlichen Grafik gibt es seltsame Aussätze wie das ein wenig unmotiviert erstellte Modell des imperialen Kronos. Ich meine, was soll das sein? Eine verkorkste Tetris-Partie? Die deutlichste Sprache spricht aber wohl das kürzlich erschienene Release-FAQ. Da wird erklärt, dass es keinen Mod-Support geben wird und, was noch vielsagender ist, erstmal keine DLCs geplant sind. Dazu solltet ihr euch vor Augen führen, dass es hier um den Entwickler geht, der für Northgard bislang ganze 11 DLCs rausgebracht hat. Vertrauen in das eigene Produkt sieht anders aus. Aber klar, das ist alles Spekulation. Zurück also zum Spiel.
Eine Partie in Spice Wars beginnt grundsätzlich immer gleich. Ihr schickt als erstes eure mechanischen Ornithopter aus, die decken nach und nach alle Sektoren auf und entdecken für euch auch kleine Ausgrabungsspots. Diese untersucht ihr mit Agenten oder Militäreinheiten und bekommt dafür Ressourcen oder Einheiten als Belohnung. Je nachdem, welche Strategie ihr verfolgt, wählt ihr dann die besten Sektoren für eure Expansion aus. Die Sektoren haben nämlich individuelle Vorteile. Ein Gebiet ist besonders effektiv bei der Produktion von Einfluss, ein anderes bietet sich für die Wassergewinnung an. Und damit ihr euch nicht einfach sofort alle Sektoren schnappt, kostet die Ausbreitung Autorität, die sich nur sehr langsam generiert. Die Entscheidung, welchen Sektor ihr wann erobert, wird außerdem noch durch besondere Ressourcen erschwert, die in manchen Sektoren vorkommen. Im Zentrum steht hier natürlich das Spice, das im Dune-Universum Piloten für die Navigation durch das All brauchen und dadurch natürlich extrem wertvoll ist. Spice-Sektoren sind daher zentral für eure Wirtschaft. Das Gewürz wird direkt in Solari umgewandelt, die allgemeine Währung. Da jedoch das Imperium einen Teil jeder Spice-Produktion als Steuern verlangt, bestimmt ihr über einen Regler, wie viel ihr von eurer Produktion anhäuft, um es in regelmäßigen Zyklen ans galaktische Finanzamt abzuführen. Kommt ihr euren Verpflichtungen nicht nach, werdet ihr zeitweise aus dem Landsrat ausgeschlossen. Das ist sozusagen die UN von Dune, die Resolutionen beschließt, um beispielsweise einem Spieler Truppen bereitzustellen oder sein Armeelimit zu erhöhen. Mit Einfluss erkauft ihr euch genehme Beschlüsse oder verhindert andere. Konzentriert ihr euch auf den Landsrat, könnt ihr auch den Diplomatiesieg anstreben, indem ihr euch zum Gouverneur wählen lasst und diese Position eine Zeit lang behauptet. Ihr arbeitet euch im Folgenden durch die Einnahme von Sektoren langsam zu euren Gegnern vor. Falls ihr Northgard gespielt habt, kennt ihr das Prinzip schon. Spice Wars kommt ja schließlich vom selben Entwickler, Shiro Games. Unterdessen rekrutiert ihr in eurer Basis mehr und mehr Truppen, um euren Feinden wertvolle Gebiete abzunehmen oder um sogar deren Hauptbasis zu zerstören. Ihr könnt da allerdings nicht einfach so hinlaufen. Einheiten geht in nicht kontrollierten Gebieten rasch das Wasser aus, was ihr an den kleinen orangen Leisten unter den Lebensbalken seht. Außerdem sind Siedlungen in der Regel durch Milizen verstärkt. Taucht dann noch die gegnerische Armee auf, ist es mit 3 oder 4 Angriffstruppen nicht getan. Und eine Hauptbasis ist ohne schweres Geschütz ohnehin kaum zu bezwingen. Hier zum Beispiel haben wir eine halbe Stunde erfolglos versucht, die feindliche Basis mit normalen Truppen zu zerstören, ehe der Gegner einen Prestigesieg einfährt. Das Problem mit diesem Conquest-Szenario auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad war, dass es auf der ganzen Karte die Ressource für Energiezellen nicht gab. Dadurch konnten wir keine Artillerie oder Spezialeinheiten ausheben. Ja, und das Ergebnis seht ihr ja selbst. An dieser Stelle zeigt sich einmal mehr, dass es Spice Wars an Feinschliff fehlt. Das führt auch dazu, dass wir die erste Hälfte einer Partie eigentlich ausschließlich mit dem Aufbau des Reichs beschäftigt sind. Kleine Scharmützel wie in anderen Echtzeitstrategiespielen gibt es da so gut wie nicht. Auf diese Weise spielt sich Spice Wars einerseits halbwegs entspannt, andererseits aber auch recht monoton. Und das ist schade, denn grundsätzlich hat Spice Wars gute Ideen. Die Kombination aus Sektoreneigenschaften, Beratern, Fraktionen und unterschiedlichen Wegen zum Sieg bietet auf clevere Weise viele Strategien und ermöglicht individuelle Spielstile. Übrigens hat daran auch die Forschung ihren Anteil. Indem ihr von Anfang an in 4 Richtungen forschen könnt, entscheidet ihr, in welche Richtung ihr euer Reich spezialisieren wollt. Mit einem Fokus auf Einfluss und Agenten könnt ihr euch in Richtung Attentat oder Landsrat entwickeln und mit einem hohen Einkommen auf das Aufkaufen der Marktanteile der Wirtschaftsgilde. Bei 50% dieser Anteile habt ihr nämlich auch gewonnen. Das vielseitige Gameplay-Gerüst wird jedoch von einer miserablen KI untergraben. Die agiert selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad extrem passiv und wartet eigentlich nur darauf, dass ihr über sie hereinfallt. Ein spaßiges Hin und Her kommt dadurch kaum zustande. Befeuert wird das von einem Gameplay, das mit seinem Versorgungssystem und starken Verteidigungsmöglichkeiten einen eher passiven Spielstil fördert.
Da ihr in einer Partie selbst mit Spielgeschwindigkeitsbeschleunigung eher schleppend Fortschritte macht, spielt sich Spice Wars nach einigen Partien zunehmend eintönig. Und das, obwohl das Spiel permanent eure Aufmerksamkeit erfordert. Es gibt da immer einen Sektor, der noch optimiert werden kann. Und dann sind da ja auch noch die ikonischen Sandwürmer. Die tauchen bevorzugt unter Spice-Sammlern oder marschierenden Truppen auf. Bemerkt ihr die Warnungen vor den Riesenwürmern nicht rechtzeitig, verschlingen die eben mal eine ganze Armee mit einem Haps. Im Singleplayer bleibt das wegen der passiven KI meist ungestraft. Im Multiplayer könnt ihr euch so ein Malheur allerdings den Sieg kosten. Allgemein dürften Partien gegen menschliche Spieler deutlich mehr Dynamik entwickeln, wenn denn die aktive Community groß genug bleibt, um stets einen geeigneten Gegner zu finden. Und das wäre nur zu hoffen, Dune Spice Wars wäre an sich nämlich ein gutes Multiplayer-Spiel, vor allem für Spieler, die hier und da eine Partie starten und einfach die Dune-Atmosphäre genießen wollen. Für viele Spieler dürfte Spice Wars dagegen weniger interessant sein, genau wie für alle unter euch, die mit dem Setting nichts verbinden. Die Inszenierung gibt dafür einfach nicht genügend her. Es gibt keine Kampagne, kaum Sprachausgabe, ja und nicht mal einen Glossar. Wo sollen Einsteiger da einen Ansatzpunkt finden, sich mit der Fraktion zu identifizieren und sich für die Welt zu interessieren? Ohne den Dune-Bonus ist dieses Spiel daher nur höchst mittelmäßig und bietet nicht genügend Umfang. Und auch wenn Spice Wars trotz allem kein schlechtes Spiel ist, werden letztendlich wohl viele Fans enttäuscht sein, dass nach 20 Jahren Wartezeit auf ein neues Dune nicht ein bisschen mehr herumgekommen ist. Aber vielleicht wird dafür ja das MMO Dune Awakening nächstes Jahr ein richtiger Hit. The fear is gone. There will be nothing.